Der Tod des berühmten und populären TV-Darstellers Bob Saget gibt nach wie vor Rätsel auf. Vor einigen Wochen wurde der Entertainer in einem Hotelzimmer in Florida tot aufgefunden. Die Autopsie hat ergeben, dass Bob Saget offensichtlich gestürzt sein muss, denn er erlitt mehrere Schädelfrakturen. Die haben ihm offensichtlich das Leben gekostet. Gefunden wurde er dann in seinem Bett. Jetzt wurden die Fotos des Ritz-Carlton Hotelzimmers veröffentlicht. Fotos aus dem Inneren. Sie zeigen das gesamte Hotelzimmer, das Bett, das Schlafzimmer, den Tische, das Badezimmer. Und nach diesen Aufnahmen gibt es mehr Fragen als Antworten. Denn es ist nicht zu erkennen, wo Bob Saget sich den Kopf aufgeschlagen haben könnte. Zuerst wurde vermutet, es könnte die Bettumrahmung gewesen sein aus Holz. Auf den Fotos allerdings ist zu sehen, dass alles gepolstert ist. Vermutet wurde, dass er hart am Boden aufgeschlagen sein könnte. Doch das ganze Hotelzimmer ist mit einem Teppich ausgestattet. Auch hier gibt es keine harten Oberflächen. Deshalb geht das Rätselraten weiter. Eines ist klar, die Polizei hat bisher definitiv festgestellt, dass es sich hierbei wahrscheinlich um kein Verbrechen handelt. Es gibt keinerlei Ermittlungen in Richtung eines Verbrechens. Aber wie genau Bob Saget in diesem Hotelzimmer ums Leben gekommen ist, das ist weiterhin ein Rätsel.